Gut 2 Wochen nach dem Absturz der Air Asia-Maschine vor der Insel Borneo haben Taucher nun auch den 2. Flugschreiber geborgen. Es handelt sich um den Stimmenrekorder, der unter anderem die Gespräche und Funksprüche im Cockpit aufzeichnet. Experten hoffen, mit den Daten die Ursache des Absturzes klären zu können, bei dem Ende Dezember 162 Menschen ums Leben kamen.